Mein Kollege hat es schon angekündigt. Bei mir ist jetzt der stellvertretende FDP-Vorsitzende Wolfgang Kubicki. Guten Abend, schön, dass Sie heute hier bei uns sind. Einen schönen guten Abend. Wollen wir erstmal über diese einrichtungsbezogene Impfpflicht sprechen. Wie bewerten Sie denn das Vorgehen von Markus Söder? Er will die jetzt aussetzen. Ihr Kollege Marco Buschmann, der hat ja gesagt, das ist Tyrannei, was da in Bayern passiert. Würden Sie ihm da beipflichten? Also die Ankündigung eines Ministerpräsidenten, ein Gesetz nicht umsetzen zu wollen, wozu er verpflichtet wäre, ist schon grenzwertig. Allerdings haben die Landesregierungen eine ganze Reihe von Möglichkeiten, die Ermessensausübung bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Die Gesundheitsämter müssen ja bei Meldungen nicht ein Betretungsverbot aussprechen, ein Arbeitsverbot aussprechen. Sie können das. Und insofern, glaube ich, ist es mehr Sturm im Wasserglas als eine wirkliche Bedrohung unserer Rechtsordnung. Trotzdem, es ist so, dass noch viele Fragen offen sind. Zum Beispiel, wie man eben mit Genesenen jetzt umgeht, mit Menschen, die mit Johnson & Johnson geimpft wurden. Patientenschützer haben auch schon gewarnt letztes Jahr. Pfleger haben gewarnt. Warum hat die Politik da nicht hingehört auf diese Warnungen? Ja, weil viele meiner Kolleginnen und Kollegen der Auffassung waren, es wird keinen Exodus geben aus den Pflegeeinrichtungen, aus den Krankenhäusern oder aus den Arztpraxen. Sie sind anderer Meinung, höre ich raus? Ich war schon anderer Meinung. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich diese Befürchtung habe. Ich habe mich aber überzeugen lassen, dass jedenfalls bei einer einrichtungsbezogenen Impfpflicht, damals war die Delta-Variante noch die vorherrschende, das einen Sinn machen kann. Bei Omikron macht es tatsächlich keinen Sinn mehr, denn mittlerweile wissen wir, dass Geimpfte und Geboosterte genauso infektiös sind wie Nicht-Geimpfte. Insofern, wenn man Menschen in Einrichtungen schützen will, braucht man Testungen, dann spielt der Impfstatus keine große Rolle. Aber das Gesetz ist am Leben sozusagen, und solange es besteht, muss es umgesetzt werden. Weil Sie gerade gesagt haben, genauso infektiös. Wenn man sich Virologen anhören, da würden die ja widersprechen. Die sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand anderen anstecken, die ist deutlich reduzierter. Könnte man da nicht mit wirklich fundierten wissenschaftlichen Ergebnissen dann so ein bisschen Klarheit schaffen, auch in dieser Frage? Also indem man zum Beispiel sagt, ein Geimpfter ist einen Tag ansteckend, ein Nicht-Geimpfter 5 Tage ansteckend oder so. Ja, in der Tat sind bei Omikron Nicht-Geimpfte und Geimpfte gleichzeitig 3 Tage ansteckend. Das ist, ich weiß nicht, mit welchen Virologen Sie reden. Professor Drosten hat das gesagt. Ich weiß nicht, ob er das heute wiederholen würde. Professor Steker hat das genaue Gegenteil gesagt. Professor Schmidt-Schanner sieht auch so. Und man muss ja nur mal sich in Europa umschauen. Wir haben ja keine nationale Wissenschaft, sondern wenn man sich europaweit umschaut, unsere dänischen, unsere schwedischen Kolleginnen und Kollegen, unsere holländischen Kollegen erklären, sie können alle Maßnahmen aufheben, weil der Impfstatus keine große Rolle mehr spielt. Und was dort gilt, gilt selbstverständlich auch bei uns. Also zu glauben, der Gesundheitsminister Deutschlands oder die Virologen in Deutschland seien nun weltweit die Führenden und der Rest müsste dem folgen, hat sich als nicht zutreffend herausgestellt. Wir wollen gleich über die Lockerungen sprechen, zunächst aber noch über die allgemeine Impfpflicht. Wir sehen, wie viele Probleme, wie viele Fragen es jetzt schon bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gibt. Da will man sich gar nicht ausmalen, was das dann bei einer allgemeinen Impfpflicht bedeuten würde. Sie sind ja auch ein Gegner dieser allgemeinen Impfpflicht. Was glauben Sie, bedeutet diese Diskussion jetzt für diese Debatte um die allgemeine Impfpflicht? Ja, dass wir uns mit der Frage wirklich intensiver beschäftigen müssen, stimmt denn dieses Framing, das Wording, dass man eine Grundimmunität schafft, stimmt das tatsächlich, dass man das Virus sozusagen in Schach halten kann? Omikron zeigt uns gerade, dass Geboosterte und Geimpfte sich ebenfalls anstecken können. Die hohen Inzidenzzahlen haben ja was damit zu tun, dass sehr viele Menschen, die geimpft und geboostert sind, sich angesteckt haben. Und dann kann ich mir schwer vorstellen, wie man eine allgemeine Impfpflicht begründen will, abgesehen von dem bürokratischen Chaos, was entstehen wird. Es gibt ja seit heute eine Vorlage von Kolleginnen und Kollegen, die ich schon habe studieren dürfen. Das gibt ein Chaos ohne Ende zwischen Krankenkassen, Gesundheitsämtern, Ordnungsbehörden. Ich kann davor nur dringend warnen, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass wir es wirklich noch brauchen. Sie sagen, Sie können dringend nur warnen. Es gibt ja auch viele Stimmen, die davor warnen. Juristen, Krankenkassen, Sie sagen es schon, Patientenschützer. Glauben Sie, man überhört die Warnungen einfach? Zum Beispiel, was den Gesundheitsminister Karl Lauterbach angeht. Warum hat man keine Lust, diese Fragen erst zu klären und dann irgendwie über eine Impfpflicht zu sprechen? Gut, bei Karl Lauterbach unterstelle ich, dass er das wirklich richtig gut meint. Ich kenne ihn ja persönlich auch aus vielen Diskussionen, die wir miteinander geführt haben, trotz unterschiedlicher Auffassungen immer wieder auf einem wirklich fairen Niveau. Er meint es gut und er glaubt, er sei in der Verpflichtung, jetzt alle Menschen die Lebensrisiken abzunehmen und sie vor Schlimmem zu bewahren. Aber in der Tat ist das so, dass wir ja feststellen müssen, wenn es keine Herdenimmunität gibt, wenn wir wissen, wir können das Virus nicht ausrotten, wenn wir wissen, dass die milden Verläufe uns ins Haus stehen, wenn wir gerade heute feststellen können, dass wir auf den Intensiv- und Normalstationen keine Überlastungssituation haben, nicht mal eine Belastungssituation haben, jedenfalls nicht bundesweit flächendeckend, dann stellt sich schon die Frage, macht es Sinn, an einer Idee festzuhalten, die unter Omikron-Gesichtspunkten keine Rolle mehr spielte, unter Delta vielleicht noch vernünftig gewesen wäre. Aber wir haben es mit einem anderen Virus zu tun. Und deshalb glaube ich,
dass wir darauf verzichten können. Gott bewahre uns davor, dass alle öffentlichen Behörden irgendwann mal in Maßnahmen ertrinken, absaufen sozusagen, weil sie es nicht bewältigen können. Wir reden bei der einrichtungsbezogene Impfpflicht von wenigen Zehntausenden, um die es geht. Bei der allgemeinen Impfpflicht reden wir von 12,5 Millionen Menschen, die bisher nicht geimpft sind und die wir auch nicht haben zur Impfung veranlassen können, trotz der 2G-Regeln, also dem Ausschluss aus dem öffentlichen Leben. Ich glaube nicht, dass die sich freiwillig impfen lassen werden, wenn wir eine Impfpflicht implementieren. Sollten wir lockern, wie zum Beispiel England, Schweden oder Dänemark, also alle Maßnahmen abschaffen? Ja, dazu werden wir kommen, denn am 19. März läuft die Regelung des § 28 der Infektionsschutzgesetz aus. Sie läuft einfach aus. Sie kann verlängert werden aufgrund einer Entscheidung des Deutschen Bundestages. Dafür braucht man einen Antrag, da die Koalitionen sich darauf verständigt haben, dass es nur gemeinsame Anträge gibt. Die Freien Demokraten aber entschieden haben, wir werden das nicht machen. Kann Christian Dürr, mein Fraktionsvorsitzender, mit vollem Recht sagen, ab 20. März werden die gravierenden einschränkenden Maßnahmen von Gesetzes wegen verschwinden. Sie sagen gravierend. Was gilt da noch? Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja oder nein? Zum Beispiel in Dänemark, in Schweden gilt das auch nicht mehr. Es gilt dann eigentlich nichts mehr. Aber es gibt ja die Überlegung, darüber diskutieren wir gerade mit den Koalitionsfraktionen intensiv, dass man für einen Übergangszeitraum auch noch Regeln, wie beispielsweise die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr aufrechterhalten kann. Ich selbst bin ja gelegentlich auch mit der U- und S-Bahn in Berlin unterwegs und kann schon sagen, es macht zu bestimmten Tageszeiten vielleicht Sinn. Jetzt kann man die Frage stellen, muss das gesetzlich vorgeschrieben werden oder reicht die Warnung, die Erklärung, die Aufforderung, das doch zu tun. Ich glaube, dass die Deutschen reifer sind, als viele im Deutschen Bundestag glauben. Auch Anregungen, Warnungen, Hinweise werden von ihnen eher befolgt als Anordnungen, die ja teilweise mit Masken umgesetzt werden, von denen ich sage, die hätte man vielleicht schon vor 6 Wochen mal wechseln sollen. Das denke ich mir auch ab und zu. Nächste Woche ist der Bund-Länder-Gipfel. Glauben Sie, da wird es Einigkeit geben bei den Ministerpräsidenten, was eben diese Abschaffung der Maßnahmen zum 19. März angeht? Ja, es wird eine Einigkeit geben, dass man in einem Stufenplan zu Lockerungen kommen muss bis dahin. Wir haben ja in den Ländern unterschiedliche Inzidenzen, unterschiedliche Belegungszahlen bei den Krankenhäusern, weil die Welle nicht als eine Welle durch Deutschland läuft, sondern etwas periodenverzogen. Wir haben in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Bremen, Hamburg bereits zurückgehende Zahlen, keine Belegung der Intensivstationen. Wir sind also weiter als andere. Deshalb muss Schleswig-Holstein von Rechts wegen schon früher lockern als andere. Das schreibt einfach die Verfassung so vor. Und ich möchte nicht, dass Gerichte immer darüber entscheiden müssen, wie jetzt gerade wieder in Niedersachsen darüber entscheiden müssen, dass Maßnahmen von der Politik zurückgenommen werden müssen, weil die Voraussetzungen nicht mehr vorliegen. Könnten wir als Gesetzgeber schon selbst entscheiden. Da müssen wir nicht auf Gerichte warten. Wolfgang Kubicki, herzlichen Dank für das Gespräch und einen schönen Abend noch Ihnen. Vielen Dank an Sie.